Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Batman Arkham Knight. Und ja, hallo. Ich muss gerade mal gucken, wo waren wir denn das letzte Mal? Das letzte Mal war, wir sollen mit Ivy zusammenarbeiten. Genau, wir haben natürlich hier so einen Haufen Kackscheiß. Und ich werde mal, komm, wir machen mal das hier, mal gucken. Ich habe einen der Trucks des Pinguins in der Nähe der Filmstudios aufgespürt. Ich folge dem Truck cool. Und zerstöre die Waffen. Danke, Nightwing. Yay! Na komm, gib mal Gummi! Wo ist denn das? Och, das ist ja am Arsch der Welt, Alter. Ja, warum ich immer nach unten gehe, dass ich ein bisschen Speed immer drauf kriege. Und nicht hier so arschlahm durch die Gegend huschen muss. Und ja, das ist echt doof. Das war bei den alten Batman-Teilen nicht so. Da war ja nicht so lahm. Boah, natürlich musste das jetzt passieren. Och Mann, Junge! Er kommt hier nicht hoch. Was ist das denn? So geht das! So, haben wir ein bisschen Speed. Und dann passt das auch. Halt doch das Maul! Ja, ja, ist sehr gut. So, hier sind wir also hin. So lässt sich leben. Eine Wagenladung knarren, Warenhaus voll Kohle. Kaum zu glauben, dass ich fast für Dent gearbeitet hätte. Harveys Männer rauben Banken aus und es ist keiner mehr da, der sie aufhalten kann. Ich weiß schon, wo ich lieber wäre. Die sind im Wagen drin. Wir kriegen unser Geld. Der Pinguin hat mir sein Wort gegeben. Das muss ich selbst sehen. Wenigstens weiß man bei Cobblepot, woran man ist. Bei Dan steht's immer 50-50. Ja, da ist was drin. Okay. Batman so. Hat vielleicht ein paar nette Tricks kennen, aber er weiß nicht, wie man richtig... Klopp, klopp. Hey Lenny, bist du das? Oh Gott, was ist der? Die verfluchte Fledermaus, bring uns hier raus! Die Fledermaus, er hat uns gefunden! Ich folge dir! Was machen wir jetzt? Wir müssen von der Straße runter! Okay, festhalten! Versuch dein Glück! Pinguin sagte doch, er wäre kein Problem mehr! Ja, ja. Das sagen viele. Sieht ihn jemand? Ich versuche hier zu fahren. Ich sehe nichts, ob er noch da ist. Uah. Wir haben ein Problem. Was ist? Die Fledermaus. Wir werden verfolgt. Dann hängt ihn ab. Versuchen wir. Er ist hartnäckig. Das interessiert mich nicht. Wenn ihr ihn in die Nähe meiner Waffen führt, dann seid ihr fällig. Ach, er kommt hier nicht rüber. Was ist das denn? Wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Du kannst ihn zwar nicht sehen, aber er kann dich bestimmt sehen. Das ist der. So. Wir haben ihn abgeschüttelt. Okay, runter von der Straße, bevor ihr wiederkommt. Runter von der Straße, oder ich komme. Bring uns zurück zur Basis. Gute Idee. Ich verfolge euch, meine lieben Freunde. Ich wusste, dass wir ihn abhängen. Der hätte uns niemals kriegen können. Hab doch gesagt, dass er nicht hinterherkommt. Batman ist zu lahm. Ja, ja. Ist schon klar. Batman ist zu lahm. Jo, ist klar, Digga. Wieso bin ich dann genau hinter dir am Arsch? Wieso hänge ich dir am Arsch, mein Freund? So. Mein Freund. Du bist genau unter mir. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da nicht auch zu dir kommen können. Hier lang nicht. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite. Und da ist auch so ein Ding davor. Deshalb will ich von der anderen Seite ran.
War doch eben gerade war hier was. Habt ihr das gesehen? Hat irgendwas aufgeblüpscht? Da schon wieder. Das habe ich nicht vorgehabt. Ach, Sturzflug ist das einfach nur. Achso. So, jetzt müssen wir noch eins runter. Der Pinguin benutzt den Firmensitz von Cyonis Industries als Fassade für eines seiner Waffenlager. Überlass das mir. Alter, guten Tag. Oh. Ich werde mich wie immer eher bedeckt halten. Na, Jungs? Es geht? Platsch! Ich schmeiß dich auf den Müll! Ey, du Arschloch! Weißt du was? Mia! So, mit dir mache ich dasselbe! Zack! Wie, das war's schon? Denn, so, wie kommen wir jetzt da rein? Wir sollten von hier verschwinden. Scarecrow hat was vor, das merke ich. So, also hier lang. Alles klar, dann rein mit uns. Abgehört, die Jungs von Pinguin hatten die Fledermaus im Visier, oh, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Siehst du, das meine ich nämlich. Diese roten Dinger da. Aber wir können ja, wir können ja. Nee, falsch. Wo ist denn das Teil? Ist das das? Ja. Das bringt mir also nichts. Oder? Ich weiß es nicht. Wird mir nur erstmal die Tür aufmachen. Alter! Muss die scheiß Dinger ausschalten. Aber wie? Ja, nur von hinten, ist schon klar. Was ich so höre, wird Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. Joker getötet zu haben, hat ihn verändert. Ich geh mal nach oben. Ich guck mal, ob wir da irgendwo durchs Dach können. Das sieht schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht für uns aus. So, lass mich mal gucken. Wo waren das jetzt? Wo sind? Ah ja. So geht das. So einfach geht das. So, ab nach oben mit uns. Zack. Jetzt hab ich's gemacht. Ah, cool. Ich sollte mich auf den Weg machen und sie besuchen. Pinguin hat die Befehle erteilt. Wir müssen sie nur ausführen. Hier kommt er nicht hin. Ja, dann kann. Weil jetzt ist ja das Dach offen. Dann kann ich jetzt von oben sozusagen guten Tag sagen. Ja, hol mal nicht rum. Deprimiert, weil du nicht mehr mit deinem Prachtkerl knuddeln kannst. Witzig, echt witzig.
So. So, noch eins hoch, bitteschön. So, hier haben wir das Dach. Das ist ja jetzt alles offen. Wo seid ihr? Da seid ihr. Das heißt, wir machen jetzt Puff. Na, ich bin hier. Ich bin halt einfach hier. Zack, zack. Ich hab alles drauf. Ach, Robin ist da. Kommst du näher? Alter, ist der beweglich. Übelst. Kommt nur her, Jungs. Guck mal, ich hab einen Schläger. Kommt mal her, Jungs. Komm mal hier. Am Arsch. Guck mal, Vase. Ach, wo er das Ding hinschmeißt. Guck, guck. Und... Boom! hallo? Komm, steh auf! Dummer, blöder Arsch, steh einfach auf! Geht irgendwie nicht. Ich wollte Bumm machen. Oh, guck mal hier! Wie gut wir doch zusammenarbeiten. Ich nicht. Ich arbeite nur mit den Besten. Hey, hey, hey. Keine voreiligen Schlüsse. Das ist nicht auf Dauer. Ich mag meinen neuen Job. Macht Spaß, ich kann arbeiten, wann ich will. Und das Beste, kein Boss, der mich rumkommandiert. Und jetzt? War's das jetzt schon, oder? Oder, ach nee, da. Ach, das ist wieder so ein Dingen. Ich hab gerafft. Ich habe kapiert, ich muss hier das machen. Glaube ich. Jo. Und dann sprühen wir mal. Und dann gehen wir mal weg. Tschück, 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 tschück. Achso, wir müssen die Tür noch zumachen, ne? Nicht? Diesmal nicht? Das war jetzt ein bisschen unspektakulär, ne? Oder wie war denn das? Ja, genau das, ja. Wenn ich die Tür schließe, wird das die Explosion eindämmen. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Mann, der hat Muckis, du. Da sag ich dir, der hat Muckis. Alto. Der kriegt alles auf. Oder zu, in dem Fall. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg hier und haut's uns mit um. Yeah! Es ist nicht vorbei. Laut Schätzung hat Pinguin noch mindestens 3 von diesen Depots. Auf der Straße zirkulieren also viele Waffen. Das wird eine lange Nacht bloß. Das bin ich gewohnt.
Verfolg einfach weiter die Kühllaster. Und ich dachte, du würdest mir eine Herausforderung bieten. Ach, Herausforderung. Gibt's hier nichts. Liegen nur überall irgendwelche Leute rum. So, geh mal raus hier. So. Hallo? Also, Missionsauswahl. Wo geht's hin? Da ist der Riddler. Da sind wieder Minen. Feuerwehrmänner, lass mal gucken. Feuerwehrmann wird in Chinatown als Geisel gehalten. Ich werde nicht ruhen, bis er in Sicherheit ist. Ja, musste ja nicht. Sagt ja keiner. Den befreien wir schon. Den holen wir raus, den Sack. Hat er überhaupt einen Sack? Ich denke mal schon. Ist ein Mann, also wird er wohl einen Sack haben. Mindestens einen. Also er sollte nur einen haben. Wenn er zwei hat, soll er sich Gedanken machen. Definitiv. Also dann hat er irgendwas falsch gemacht. So, guten Tag auch. Sag mal hallo. Treffend erkannt. Oh, was haben wir hier? Guck mal hier, was zum Werfen. Guck mal. Oh, guck mal hier. Schmeiß mal noch was weg. Und noch mal. Puff. Schmeiß ihn weg, das Ding da. Guck. Da hab ich dir voll eine Wimmelzähne gegeben, wa? Hey, was geht denn ab, Alter? Zum Teufel ist passiert. Ich erinnere mich an nichts. Ihr Fahrzeug wurde angegriffen. Sie und ihre Mannschaft wurden in Geiselhaft genommen. Das war's, Batman. Nicht mal du kannst Gotham dieses Mal retten. Ich gebe nicht auf. Ich finde ihr Team. Warten Sie hier. Ein Officer wird Sie aufs Revier bringen. Das ist auch so komisch. Der bleibt hier stehen. Weißt du, was ist denn, wenn die wieder aufstehen? Ja, dann... Ne? Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen unlogisch bei dem Spiel, aber ich jetzt trotzdem, das Spiel ist trotzdem cool. Wo ist man hier? Halt. Da. Two-Face und seine Männer. Ach, die wollen schon wieder Banken überfallen. Two-Face Gang raubt die Zweigstelle der Bank of Gotham in Chinatown aus. Sie werden keinen Cent von Gothams Geldern in die Finger bekommen. Ach, Two-Face, was machst du denn? Hm? Was soll denn das? Was soll denn das, bitte? Der Arkham Knight hat die Fledermaus im Visier. Er wird ihn bald vom Himmel holen. Ich sag mal guten Tag. Springen Sie! Oh nein. So. Los, Two-Face will jeden Cent. Mit dem Müllwagen, Alter. Wegen des Alarms werden Two-Face-Schläger mich nicht hören. Ich kann sie schnell und hart angreifen. Kein Anschleichen diesmal. Batman, er ist hier! Noch ein Mann am Boden, er darf uns nicht schaffen! Geh kacken! Wo seid ihr? Da, okay. Machen wir erstmal so und gehen erstmal nach oben. So, meine Freunde. Oh.
Zack. Zack. Alles wird gut. Nimm das weiter. Ich komm schon zu dir. Ich kann nicht gehen, während hier ein Raub stattfindet. Wird's ja auch nicht gehen. Musst du ja auch nicht, sagt ja keiner. Er ist weg. Verloren, ich glaube, er ist da lang. Wir hatten uns schon gedacht, dass du auftauchen würdest. Ach, Kacke. Wir haben darauf gehofft. Zack. Tschüss. Ich brauche nur du Arsch. Schönheitsfehler lässt sich schwer solche Arbeit finden. Also, Junge, Mann. Sieht so aus, als hätte die Bank eine Fledermausplage. Da wir eine so große Summe abheben, sollten wir uns ihrer annehmen. Verriegelt die Türen und findet ihn. Wer diesen Bastard für mich tötet und mir seine Leiche bringt, bekommt den doppelten Anteil. Two-Face hat uns eingesperrt. Die Schläger haben es nicht auf das Geld abgesehen, sondern auf mich. Und es gibt keinen Alarm, der meine Angriffe übertönen könnte. Du, da hängt einer rum. Mal sehen, was sein Problem ist. Hab ihn gefunden, hier drüben. Lass sie nicht entkommen! So, ab nach oben mit uns! La la. Findet endlich diesen Freak! Los! La 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 la. Na. Na. Tschuku. Was ist mit dir? Batman, du verstehst das falsch. Die Bank of Gotham betreibt Geldwäsche für die Mafia oder was davon übrig ist. Du erinnerst dich an die Mafia, oder? Die Typen, die unser halbes Gesicht weggebrannt haben, weil sie dich nicht kriegen konnten. Mafia. Ja, da ist auch viel sauberes Geld dabei. Ist nicht hier so ein... Aber was ist in dieser Stadt schon ohne Marke? Also halt dich von den Banken fern, sonst wirst du es bereuen. Cash, Two-Face-Leute sind auf dem Weg zur Bank of Gotham in Chinatown. Können sie das Sicherheitstor der Bank deaktivieren und Dans Schläger einsammeln? Klar, Batman. Ich schicke direkt einen Wagen vorbei. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Stoppe den Banküberfall. Ja, das machen wir später. Irgendwann. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus aus dem Puff? Gar nicht, oder? Oder hier lang, oder? Der Alarm in der Bank of Gotham in Drescher wurde ausgelöst. Two-Face-Männer versuchen ihr Glück, Sir. Komme ich hier raus? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich gehe einfach mal hier so lang. Ich glaube, hier geht's raus. Yay! Jo, wir haben's geschafft. Ich glaub's ja nicht. Man, wo willst du eigentlich hin, Alter? Was machst du hier für einen Scheiß, ne? Was soll denn das? Stimmt, die ist ja seit Asylum dabei. Aber in Asylum war die ja dabei, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nichtsdestotrotz machen wir an dieser Stelle eine Aufnahme. Pause und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.